Herzlich willkommen zu Let's Play Lego der Herr der Ringe für den Nintendo DS. Ja, wir sind hier auf dem Kanal El Papso und wir starten jetzt hier ein neues Spiel. Zuerst gucken wir in den Optionen rein. Oh, da ist alles ready, steady. Dann machen wir ein neues Spiel. Ich wünsche viel Spaß. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, sieben den Zwergenherrschern und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Ja, ein sehr kurzes Intro. Ich habe die PC-Version habe ich schon gespielt, aber hier die DS-Version habe ich noch nie gespielt. Gucken, diese Welt ist ja meistens immer ein bisschen schlechter und hat ja wahrscheinlich auch nicht so eine offene Welt, gehe ich mal davon aus, aber ich lasse mich überraschen. Bis jetzt kann ich nicht viel sagen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall treffe ich immer den Gegner und nicht die Orks. Ich treffe den nicht. Da jetzt. Mal gucken, wie es wird. Ich werde hin und wieder immer mit dem die Bildschirme wechseln, dass ihr auch mal seht, was auf dem unteren Bildschirm passiert. Aber da ist meistens nicht viel los. Und ja, halte A gedrückt, um zu blocken. Hab ich. Aha. König Elendil Schwert heißt Nas. Drücke B und dann Y, um eine Sprungattacke auszuführen. Normal. Ups. Boom. Perfekt. Also ich werde dieses Lego Let's Play für den DS nicht auf 100% spielen. Ich glaube, das kann man gar nicht auf 100% spielen. Ich mache einfach nur die Story und das Telefon klingelt. Nicht so schlimm. So, ich setze mal kurz ein Safe State. Nicht, dass der Emulator mir abkackt. Oh, Deckung. Boah, perfekt, nice. Blocken, kann man auch blocken, wenn man... Kann man auch, cool. Geile Sache. Oh, Gnadenstoß. Das war ja heftig. Ja, wir planen auch in kurzer Zukunft Lego, Let's Play Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ziemlich geiles Koop-Spiel, für den Gamecube haben wir das. Und macht ziemlich viel Bock, zu zweit zumindest. Geh doch baden, komm. Greif mit dem... Achso, Sturm. Muss nur gedrückt halten. Boom. Nice. Ja, und wenn ab und zu mal diese kleinen Soundlags kommen, das ist wegen dem Emulator, also. Tut mir leid.
Boah, jetzt habe ich 2 auf einmal gekillt. Nice. Oh, macht bis jetzt viel Spaß. Ist natürlich eine ziemlich gekürzte Version im Gegensatz zur PC-Version. Aber wir wissen, der DS hat ja nicht so großer Speicherplatz auf seiner Karte da. Und die Grafik ist auch nicht mehr das, was er war. Für ein 3DS sieht es schon ziemlich geil aus. Für so ein Handheld. Oder für PSP. Aber dafür gibt's doch keinen Emulator. Beziehungsweise so Fake-Emulatoren, aber die brauche ich ja nicht. Isildur, schnell! Folge mir! So, jetzt wollen wir den Ring zum Schicksalsberg. Prüfe Speicherdaten. Speichern. Da speichert er. Seht ihr? So. Dann wechseln wir jetzt. Jetzt haben wir das zerbrochene Schwert. Nun können wir Mordor-Lego-Objekte mit einem Sturmangriff zerschmettern. Gut. Galadriel liest uns da gerade was vor. Könnt ihr euch ja durchlesen. Okay. Hoppala. Hopp. Oh, erinnert mich wirklich sehr an die PC-Fassung. Fällt mir aber. Wie gesagt, ich sammle hier ein bisschen ein. Aber jetzt auf 100% gucke ich mal, wie es ist. Und vielleicht wird es ja was draus. Aber Lego Fluch der Karibik für DS. Das ist mein absolutes Favoriten-Lego-Spiel auf dem DS2. Das ist sowas von geil. Das finde ich, das toppt schon fast die PC-Version, aber wirklich auch nur fast. Die PC-Version ist halt um Längen besser. Erstens wegen der Grafik und wegen dem ganzen, ich sag mal so, wegen der ganzen Spielumwelt, wegen der ganzen Möglichkeiten, was du da wirklich machen kannst. Da ist der DS natürlich ein bisschen unterlegen, aber das ist wirklich das geringste. Kann ich Doppelsprung machen oder kann ich... Ah, Y kann ich wechseln. Okay, Elrond kann Doppelsprung. Das ist auch ein Elb. So. Nice. Ja komm, geh kaputt. Nice. Jetzt muss ich mal eben auf die andere Seite. Ich will noch die Münzen haben. Und jetzt wieder zurück. So, ich muss mal eben kurz meiner Teamkameradin was fragen. So. 20 Minuten. Schon die Freischaltung. Ah, ja, wir sind einfach top vorbereitet. Alles so spontan. Oh, jetzt haben wir uns ein Trampolin gebaut. Boom, boom. Komm noch her. Nice. Kann ich das auch mit dem Schwert zerstören? Nee. Aber er kommt der Isildur nicht hier hoch? Klar kommst du hier hoch. Du faule Leute. Boom. Das kann nur Elrond. Nice. Oh, der ist auch richtig sportlich hier. Dort haben. Oh! Na, das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Das kann man auch nicht sehen. Wenn unten die ganze Zeit die Info da angezeigt wird, dann kann ich das überhaupt nicht sehen. Muss ich das hier zerstören? Ich denke schon. Ich komme aber nicht drauf. Ja, komm schon. Lol. Okay. Ich wechsle mal zu Isildur. Ah, jetzt kann ich hier hoch. Perfekt. Vielleicht kann er das da kaputt zerstören.
Jo, er kann das. Das kriege ich irgendwie nicht kaputt. Naja, egal. Gehen wir hier hoch, springen wir da drauf. Springen wir hopp und hopp. Und hopp. Jetzt haben wir hier nur die Mächte des Bösens. Und das Schattenmeer können diese besonderen, robusten Lego-Objekte zerstören. Okay. Nun weiß ich Bescheid. Oder haben wir wieder ein paar Orks? Bah! Okay, die Orks greifen mich ja gar nicht an. Boah, jetzt wollen sie es aber wissen hier. Lass mich in Ruhe, ihr scheiß Orks. So, hier haben wir Nebel und wir sind wahre Abenteurer. Mit einer geilen Lego-Helle. Mit einer geilen Helle-Ringe-Musik. Oh, was haben wir denn hier? Hier kann man nur mit Elbenseil hochklettern. Das steht. Ich bestätige mal den Hebel. Und gehe hier in den Schicksalsberg. Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Wirf ihn ins Feuer! Nein. Ich sehe nur! Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Ich denke mal, jeder kennt die Geschichte von Herr der Ringe. Deshalb muss ich die nicht so eindeutig erklären. Wusste niemand mehr um den Ring. Bis der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Was natürlich richtig geil wäre, wenn jetzt irgendwann Lego der Hobbit kommt. Wow, das wäre so geil. Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Und wir haben es geschafft. Ich zeige mir jetzt mal den anderen Bildschirm. Wir haben Elendil, Elrond, drittes Zeitalter, Isildur freigeschaltet, Isildur Ringträger. Haben insgesamt 9330 Münzen. Haben nichts gesammelt von den Extras, weil wir auch keine gefunden haben. Okay, was haben wir denn? Das Auenland ist nun freigeschaltet. Gut, dann wechseln wir wieder zum anderen Bildschirm, aber hier seht ihr ja, speichert er nur. Du wirst ein Auge auf Frodo haben. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit dem Ring? Bleibt der auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Cool. Bilbo ist von seiner eigenen Geburtsfeier verschwunden. Geh nach Beutelsend. Beutelsland. Ach, cool. Jetzt bin ich hier wirklich Frodo und habe hier das Auenland zur Verfügung. Ich habe hier, ich zeige euch mal kurz die Karte. Hier habe ich die Karte. Dort, wo der blaue Pfeil ist, ist meine Mission. Und sonst die ganzen anderen Wege, die kann ich hier einschlagen und kann hier währenddessen diese schönen Münzen einsammeln. Das ist doch mal nett. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das auf dem DS auch so machen wie auf dem Computer. Weil, wie gesagt, der DS ist nicht mehr die beste Handheld-Konsole. Die hat schon ihre besten Jahre hinter sich. Aber das gefällt mir. Oh, und 10.000er. Nice. Aber natürlich sind die Wege hier ein bisschen abgegrenzt. Aber naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich geh mal hier die ganz kleinen, engen Räume hier. Da kann ich nicht durch. Kann ich hier rein? Ha? Sam können wir auch gleich mal nehmen. Ja, ist doch cool. Was haben wir denn hier? Da liegt irgendwas auf dem Herd. Mal gucken. Jetzt gehen wir hier runter. Da haben wir nichts mehr. Aber die wunderschöne Musik. Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier?
Achso, jetzt bin ich im anderen Abschnitt vom Auenland. Wollte aber nur mal kurz hier hinten noch gucken, weil hier war ja ein Fluss. Ah, guck mal. Noch ein Tausender. Ah, okay, die ganzen Münzen kommen wieder. Ja, aber es sieht es doch echt schön. Dann gehen wir mal da hinten weiter. Oh, wir haben eine Kiste. Silberfarbene Lego-Objekte können nur mit mächtigen Angriffen und Fernangriffen zerstört werden. Okay. Kann ich irgendwas in den Optionen machen? Einstellen? Optionen? Ne, kann ich nicht. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Jetzt sind wir in der anderen Hälfte des Auenlandes. Ja, gefällt mir das. Sieht euch nicht so gut wie auf dem Computer, klar, aber dass sie das allein wirklich so umgesetzt haben, das ist halt, das ist wirklich schon. Das ist cool. Bisschen hier schön das Auenland genießen. Muss ich denn hin? Ach, hier ist der Gandalf. Hier ist der eine Ring. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, er darf ihn niemals finden. Wo soll ich hin? Geh nach Bay. Ich werde dort auf dich warten. Im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Ich muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat. Halt ihn geheim. Wein gut. Jo. Mach dich auf den Weg nach Bre und triff dich mit Gandalf im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Jetzt ist es tags und wir sind hier. Gut, ich würde sagen, das war jetzt die erste Folge von Let's Play Lego Herr der Ringe für den Nintendo DS. Und ja, wir gehen jetzt nochmal kurz die eine Brücke da. Könnt ihr ja mal eben kurz ein Save State machen. Zack. Ah, jetzt wird uns unten. Hier, da müssen wir hin, da geht's nach Bre. Also ganz einfach gehalten. Ganz schickimicki, dass da auch jeder durchkommt. Was haben wir hier? Kann man das kaputt machen? Nee. Kann man bestimmt später alles machen. Da war gerade einer am Schreien. Was war da los? Ah, hier. Was kann ich dir helfen? Ach, nämlich. Ach, da oben hängt ein Hobbit. Pff, mir doch egal. Gut, ich mache hier einen Safe State. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Lego Herr der Ringe.